Jetzt müssen wir gerade nochmal hier. Was ist denn das? Maximale Panzerung. Eine Ente. Noch eine Ente. So. Tarnfeld aktiviert. Hier muss es noch irgendwo. Nomad, wir sind blind, bis Sie den Sender finden. Ich habe den Sender gefunden, ich muss ihn nur noch kaputt machen. Mein Gott. Nein. Oh, jetzt muss ich mich hier irgendwo. Am besten hinter den Kisten. 27, 26, 23. Oh oh. Maximale Panzerung. Oh. Verdammt. Tarnfeld aktiviert. Ja, das war wohl nix. Da haben die mich entdeckt. Mist. Wo ist der hin? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. So. Servinet muss ich mich hier rauskämpfen, aber wie kriege ich jetzt dieses Ding hier kaputt? Kann man das irgendwie von Hand abschalten, oder? Wenn ich mich jetzt hier verstecke, sieht mich dann einer? Wir probieren es einfach mal. Maximale Panzerung. Oh oh. Tarnfeld aktiviert. Glück gehabt. So. Ah. Kann ich da was machen? Gute Arbeit, sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Gut. Dann schleichen wir uns zurück. Hinter den Zaun. Ob ich das schaffe? Ich hoffe es. Oh, das wird knapp. Da haben wir das jetzt ohne viel Aufsehen. Maximale Panzerung. Oh. Ich hab was gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Ach, ich komme aus allen Ecken hier. Oh. Tarnfeld aktiviert. Du willst was gesehen haben? Ich hab was gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Was? Schießen die auf mich? Schnell weg, schnell weg. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Wunderbar, wir sind entkommen. Und da vorne lauern auch schon wieder welche. Maximale Panzerung. Ups. Tarnfeld aktiviert. Wo ist er? Hier ist auf jeden Fall einer. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Einer ist hier irgendwo. In der Nähe. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hm. Na gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zu unserer Landezone kommen. Tarnfeld aktiviert. Da ist er doch. Du, komm mal her. Ich hab da was für dich. Kritisch. Wer schießt? Tarnfeld aktiviert. Was war das? Das war ich. Feuer frei! Deckung!
Na? Na, also geht doch. Ich hatte schon die ganze Zeit so das Gefühl, dass manche Gegner irgendwie ein bisschen mehr aushalten. Zum Beispiel bei dem einen, zwei Schuss, da war der weg und der hier hinten. Ich hatte schon die Befürchtung, ich bin vielleicht zu blöd zum Zielen. Oder so, aber naja. So, wie kommen wir jetzt zur Landezone? Kommen wir da überhaupt von hier aus dahin? Maximales Tempo. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Mal gucken, ob es hier einen Weg gibt. Weil hier sind wir ja hergekommen. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt hier ein bisschen rumirre. Aber das letzte Mal habe ich mich quasi durch das Lager geschossen. Energiekritisch. Und diesmal wollte ich es halt anders machen. Hm. Ich glaube, wir müssen da unten dran vorbei. Dann bleibt uns wohl keine andere Möglichkeit. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energiekritisch. Leg dich hin. So, dann gehen wir mal in den Busch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Da steht nämlich noch einer. Oh ja. Jetzt frage ich mich, ob man den da irgendwie leise vom Auto holen kann. Bemerken tut er nichts. Energiekritisch. Ja, das haben wir schon. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Wir könnten ja mal einen Schalldämpfer drauf machen. Einfach mal gucken, ob wir den da gezielt runterschießen können. Maximale Panzerung. Können wir. Tarnfeld aktiviert. Cool. So. Dann direkt mal den anderen Sichtmodus. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert. Wir haben die perfekte Tarnung, Totenkerl auf dem Auto. Wunderbar. Kann man uns hier eigentlich... Die Zone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Jetzt ist der da hinten. Okay. Andere Richtung? Erst hierhin, dann dahin, könnt ihr euch mal entscheiden. Jetzt wird auf uns auch noch geschossen. Ich bin zu blöd zum Fahren. So viel steht mal fest. Und ja, man schießt auf uns. Das finde ich natürlich nicht in Ordnung. Aber ich habe ja auch eine Kanone. Das Schiff jetzt führerlos? Oder hockt da noch einer drauf? Da hockt noch einer. Ich habe eine coole Idee. Maximale Stärke. Oh.
Nee, das war nicht das, was ich wollte. Na gut. Aber wir haben ja hier noch eine. So, wo ist das Boot? Da hinten. Ein bisschen weit weg, ha? Huh? Wir könnten aber auch... Die Dinger schwimmen ja. Ha. Interessant. Tarnfeld aktiviert. Vielleicht kriegen wir es nochmal hergelockt, das Nomad Boot. Zum Kontrollpunkt, im Sprintmodus. Nein, ich bin jetzt hier beschäftigt. Energie kritisch. Schade. Na gut. Maximales Tempo. Sprintmodus, bin schon unterwegs. Ist das jetzt hier alles überhaupt die richtige Richtung? Wo muss ich überhaupt hin? Ich bin total... Da auf die andere Seite. Ja, dann schwimmen wir doch. Maximale Panzerung. Oh, schwimmen wir mal schön durchs blaue Meer. Ich muss sagen, das Wasser sieht richtig cool aus. Und der Grund auch. Für ein etwas älteres Spiel, super Grafik. So, kann man hier irgendwie auch schneller schwimmen? Nee, man kann nicht schneller schwimmen. Tut mir jetzt leid, dass es jetzt ein bisschen dauert, aber ich glaube, das ist der kürzeste Weg, wenn wir hier einfach mal gerade durchschwimmen. Maximales Tempo. Energie kritisch. Achtung, wir haben das Notsignal bis in ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Logisch. Ah, so können wir mal ein bisschen schneller schwimmen. Falls einer von euch weiß, was Klicks heißt, kann das mir mal bitte mitteilen. Das interessiert mich. Nomad, laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Untersuchen Sie den Gefechtsstand der KVA. Na gut. So, und damit wären wir wieder an Land. Und ich denke, da machen wir hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.